Weißt du schon? Was weiß ich? Der Popcornmann in der Mall ist schwul. Aber er hat einen Sohn. Er verkauft manchmal bei ihm. Sein Sohn ist auch schwul. Die sind beide schwul. Die machen Sexpartys auf dem Klo hinterm Stand. Ich glaube, das erfindest du nur, weil du Schlechtes über die Konkurrenz sagen willst. Du bist auch schwul. Was? Ah, du bist ein Psycho! Dad, du wirst niemals glauben, was... Chris, das sind der Popcornverkäufer und sein Sohn. Pass auf. Und darum, meine lieben Freunde, sagt man, schwul wie eine Tüte Popcorn. Wir sehen uns nachher. Was? Wo willst du hin? Lasertag-Orientierung. Also, das war eindeutig nicht wahr. Ja, der Bursche hat die Lügeritis. Oh mein Gott, ich muss ihm folgen und rausfinden, wo er wirklich hinfährt. Gute Idee. Deine einzige Chance ist über Wachitis. Okay, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Schnell, ich brauche dein Auto. Ach, ich weiß nicht, du bist nicht mitversichert und ich... Ja. Ein Obststrauß für Brian Griffin? Happy Birthday, Kumpel! Zum Teufel! Peter, was machst du hier? Lois, einkaufen. Ja, ja, ich nehme dann einen großen Samen. Und toll, du hast die Weihnachtsüberraschung versaut. Peter Griffin, du sagst mir, was los ist, und zwar sofort. Okay, bitte. Dann werde ich ehrlich sein. Es ist schon ewig her. Es war kurz vor unserer Hochzeit. Da war ich knapp bei Kasse. Um unsere Ringe zu zahlen? Nein, ich wollte meinen Analogmodem-Imitationskurs bezahlen. Wow, das ist ziemlich gut. Sie haben Post. Gut, nochmal von vorn. Du warst Samenspender? Ja, ich hatte es fast vergessen, aber gestern Abend hat mich eine Frau angerufen, die gesagt hat, sie ist meine Tochter. Das bin ich gewesen. Das war nur ein Scherzanruf. Was? Wie kannst du mir sowas nur antun? Könnt ihr woanders weiter streiten? Ihr macht es einem schwer, fertig zu werden. Nein, streitet lauter! Nennt sie Bitch! Aber ich verstehe nicht, wieso du heute hierher gekommen bist. Der Anruf gestern hat mich sehr erschreckt. Ich dachte, wenn ich wirklich ein Kind da draußen habe, will ich sicher sein, dass die meine Infos nicht rausgeben. Das habe ich damals schriftlich bekommen. Warte, es tut mir leid, dass ich dich reingelegt habe, aber wenn du wirklich ein Kind da draußen hast, wäre es nicht fair, wenn er oder sie dich kennenlernen darf? Ja, vielleicht hast du recht. Ich meine, vielleicht solltest du eine Einverständniserklärung unterschreiben. Okay, ja. Na gut, das tue ich. Weißt du was? Es fühlt sich schön an, was Gutes für andere zu tun. Wie damals, als ich Mentor für Kid Rock war. Hi, ist Peter Griffin da? Oh mein Gott! Ist alles in Ordnung? Es ist nur... Sie sehen genauso aus. Was ist los? Wer ist dieses Supermodel? Ich bin Katie. Ich bin deine Tochter. Du bist was? Scheiße, leck mich! Ja, entschuldige bitte den Überfall, aber die Samenbank sagte, man darf dich jetzt kontaktieren. Wow, ich habe noch nicht so schnell damit gerechnet. Wir alle haben uns super drauf gefreut, dich zu treffen. Was heißt ihr wir? Hi, Dad! Wir sind alle deine Kinder. Wir stammen aus deinem Samen. 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 Haha. Oh, Entschuldigung, falsches Haus. Seht nur, Eddie ist am falschen Haus. Haha. Haha.